Als Partner des Großhandels und Freund der freien Werkstatt machen wir Ihr tägliches Business schneller und profitabler. Unsere Ersatz- und Verschleißteile sowie Werkstattausrüstung und Diagnosegeräte bilden die Basis dafür. Aber es geht um weit mehr. Unser Service und Know-how bieten die perfekte Grundlage für die Anforderungen von heute sowie die Herausforderungen der Zukunft. Neben unserer technischen Hotline bieten wir umfangreiche Schulungen und Trainings an. Mit Ihnen gemeinsam vor Ort oder online in der Hella Tech World. Unser Ziel: Reparaturabläufe zu optimieren und Ausfallzeiten zu minimieren. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Handelspartner mit einem erstklassigen Datamanagement und unserem hochmodernen Logistiknetzwerk. So stellen wir sicher, dass unsere Produkte Sie zeitnah erreichen, egal wann und wo Sie diese benötigen. Unsere Produkte und Services für den freien Teilemarkt basieren auf unserer Diagnosekompetenz und mehr als 120 Jahren Tradition und Innovationsfreude in den Bereichen Licht und Elektronik. In enger Zusammenarbeit mit namhaften Fahrzeugherstellern gestaltet Hella die Megatrends der Automobilbranche. Als begeisterte Visionäre für Zukunftstechnologien wie autonomes Fahren, Digitalisierung, Vernetzung und Elektrifizierung blicken wir bei Hella der Zukunft neugierig und selbstbewusst entgegen. Mit uns an Ihrer Seite können Sie das auch. Sind Sie bereit? Hella, Partner des Großhandels und Freund der freien Werkstatt. Ein super Video, in dem wir schon direkt die ganzen Megatrends angesprochen haben und auch die Vielfalt der Technologie der Zukunft. Und ich glaube, damit sind wir schon beim Thema, oder Jens? Genau, Marcel. Wir wollen heute die Chance nutzen, um euch draußen in der Werkstatt die ganze Welt der Elektronik zu präsentieren. Wir zeigen euch ein bisschen, was Hella heute macht, was Hella in Zukunft macht und was da so in den Kellern der Hella aktuell entwickelt wird. Mein Name ist Jens Biermann. Ich bin Vertriebsleiter für Deutschland, Österreich, Schweiz bei der Hella. Mein Name ist Marcel Gerbracht. Ich bin technischer Trainer im internationalen Bereich und arbeite bei der Firma Hella Gutmann Solutions. Und ich glaube, wir fangen erst mit der Vergangenheit an, oder? Ja, ein Thema, was gerade bei uns im Vertrieb einen oft bewegt, ist der Blinker. Denn gefühlt wird er gar nicht mehr so richtig benutzt. Aber tatsächlich gibt es schon seit 1957 dieses Feature, was damals revolutionär war. Oder auch ein Thema Scheibenwischer. Heute selbstverständlich, aber erst seit 1950 werden Scheibenwischer in Fahrzeugen verbaut. Ich glaube, heute reden wir über ganz andere Technologien, oder? Ja, na klar, Jens. Heute reden wir über Radarsysteme im Fahrzeug, Kamerasysteme im Fahrzeug, um natürlich auch die Sicherheit auf der Straße zu gewährleisten. Ja, und gerade wir auch bei Hella sind in den Bereichen Sicherheit, Komfort und Effizienz unterwegs. Und ja, nicht nur diese drei Bereiche werden von uns versorgt, sondern wir werden auch dafür sorgen und helfen dabei, dass das Auto in Zukunft von selber fährt. Ja, Marcel, wir hatten ja eben schon über Megatrends gesprochen und schon kurz gesagt, dass wir im Verlauf ja ein bisschen auf die Megatrends eingehen wollen und auch ein bisschen erzählen, was Hella entlang dieser Megatrends so treibt, heute und in Zukunft. Sei doch so lieb, stell uns doch die Trends mal einmal vor. Gerne. Wie ihr schon sehen könnt, sprechen wir heute über unsere vier Topics, nämlich Elektrifizierung von verschiedenen Fahrzeugen. Wir sprechen natürlich auch über die Digitalisierung von verschiedenen Technologien. Dann autonomes Fahren und die Individualisierung. Mhm. Sag mal, was hältst du denn hiervon? Was hältst du hiervon? Also ich habe einen mega coolen Stecker für Elektro- und Hybridfahrzeuge. Du hast ein Pappschild. Ich habe ein Schild. Und dieses Schild kommt auf die Fahrzeuge, sobald sich die Elektrofahrzeuge direkt in der Werkstatt befinden. Ja, apropos Elektrofahrzeuge in der Werkstatt. Ihr alle kennt es draußen in der Vergangenheit. Elektro- und Hybridfahrzeuge, das heißt Autos, die grundsätzlich relativ lautlos an euch vorbeifahren oder am Straßenrand standen mit so einem wunderschönen Stecker, waren absolute Seltenheit. Mittlerweile, das Thema Umweltschutz spielt eine große Rolle. Und auch steuerliche Anreize werden geschaffen, sodass wir immer mehr Hybrid- und Elektrofahrzeuge auf den Straßen sehen und somit auch in der freien Werkstatt. Und das nicht nur in Zukunft, sondern eigentlich heute schon. Was heißt denn das? Das ist richtig. Das heißt für uns und auch für euch als freie Werkstatt, dass sich natürlich die Diagnosearbeiten von Grund auf verändern. Und wir benötigen auch eine unterwiesene Fachperson für die Elektrofahrzeuge. Aber die unterwiesene Fachperson und ein wunderschönes Pappschild brauche ich doch sicher nur, wenn ich an der Batterie oder dem Elektrosystem arbeite. Oder brauche ich das auch schon beim Bremsbelag oder Filterwechsel? Und das ist der wichtige Hinweis. Wir brauchen unsere unterwiesene Person auch schon für mechanische Reparaturen am Fahrzeug. Das heißt, dann geht's ja ohne diese Fachkraft eigentlich gar nicht mehr. Genau, ohne Fachkraft geht's nicht mehr.
Neben einem sehr analogen Thema, wie meinem Stecker von eben, kommen wir jetzt zu den Themen, die man nicht wirklich in die Hand nehmen kann. Digitalisierung und Konnektivität. Auch ein Megatrend, der seit Jahren Einzug in alle Haushalte gefunden hat. Denn mittlerweile, mich eingeschlossen, organisieren wir unser Leben ja größtenteils über Smartphone. Jetzt ist die Frage, wir reden ja nicht über Smartphones, sondern über Autos. Wie findet das Thema denn da statt? Ja, da ist natürlich Digitalisierung ganz klar auch ein Riesenthema, ne? Wir sprechen zum Beispiel darüber, die Standheizung an unserem Fahrzeug mit unserem Smartphone einschalten zu können. Online-Termine in der Werkstatt oder auch Parktickets über Online-Applikationen am Handy, aber auch am Fahrzeug. Ja, es gibt sogar Leute, die über Alexa ihre Standheizung anmachen. Das funktioniert auch, ja. Ist lieb, gibt keine Widerworte. Ne? So sieht's aus. Wie ist denn das Thema, das frage ich mich immer, wenn ich im Auto unterwegs bin. Mittlerweile kann ich ja in Echtzeit, oder mein Auto zeigt mir in Echtzeit an, wo Stau ist. Und nicht wie in der Vergangenheit nur auf der Autobahn, sondern auch auf Landstraßen und innerorts. Wie funktioniert das denn? Hat das auch was mit Konnektivität zu tun? Auf jeden Fall. Und das ist eigentlich auch mit einem Wort klärbar. Navigation. Unser Fahrzeug ist mit der Umgebung verbunden. Und wir senden Daten und wir empfangen diese Daten. Und das in Echtzeit. Spannendes Thema. Das nächste Thema, was wir uns anschauen wollen, ist Individualisierung. Was bedeutet Individualisierung in Bezug aufs Fahrzeug für dich, Marcel? Du, also ich habe mir zum Beispiel die ambiente Beleuchtung bei mir im Fahrzeug eingestellt. Also ich konnte, glaube ich, zwischen 10 Farben aussuchen. Und das ist für mich Individualisierung in meinem Fahrzeug mit ambiente Beleuchtung. Welche Farbe ist geworden? Blau. Blau? Ja, mittlerweile in modernen Fahrzeugen kann ich bis zu mehrere hundert Farben auswählen, um das Fahrzeug im Innenraum so zu gestalten, wie ich es gern hätte. Des Weiteren, in meinem Fahrzeug zum Beispiel, wenn ich es anmache, werde ich begrüßt mit Hallo Jens. Ah, super. Mega. Freue ich mich jeden Tag aufs Neue, wenn mein Auto mir Guten Morgen sagt. Aber Individualisierung, Marcel, ist nicht nur was Buntes, was Schönes, irgendwas, sondern auch rein praktische Themen, wie zum Beispiel der Zugang zum Fahrzeug. Der Zugang, ja, im Prinzip schon. Könnte ich dann eigentlich mit meinem Handy irgendwann dein Auto öffnen? Ich hoffe, heute noch nicht, aber grundsätzlich irgendwann ist das nämlich genau das Ziel, dass ich auch individuell entscheiden kann, wie wird mein Fahrzeug in welcher Form genutzt. Das heißt, ich müsste dir nicht mehr meinen Schlüssel geben, sondern als Beispiel, wenn ich im Urlaub wäre, könnte ich dir per Smartphone mein Auto zuweisen. Marcel, du kannst das Auto jetzt zwischen 10 und 15 Uhr nutzen und so wie ich dich kenne, würde ich es wahrscheinlich noch auf 160 km/h begrenzen und das könnte ich dir zur Verfügung stellen. Auch das ist Individualisierung. Da freue ich mich schon drauf. Das glaube ich gerne. Ich glaube, jetzt müssen wir aber auch noch mal unser autonomes Fahren ansprechen und naja, die ganzen Sicherheitssysteme, die im Fahrzeug verbaut sind, oder? Ja klar, und vor allem, wenn das Auto autonom fährt, müsste ich dir die Geschwindigkeit ja auch nicht mehr begrenzen. Von Richtig. Daher wäre das ja auch ein Vorteil. Und genau das sind die Themen. Heute sind Marcel und ich selber noch mit dem Auto hingefahren, aber ein Thema, was viel in den Medien beschrieben wird, was viel an Stammtischen besprochen wird, ist halt, wann fährt mich denn mein Auto hier hin? Nur das Problem ist, und da bist du gerade als Techniker vielleicht auch in der Lage, uns ein paar Informationen zu geben. Wenn ich nicht mehr auf die Straße gucke, weil ich Zeitung lese, weil ich in meinem Handy schaue oder sonstige Themen, wer schaut denn dann für mich auf die Straße? Und da kommt wieder unser Fahrzeug ins Spiel. Und natürlich die ganzen Sicherheitssysteme, die in unseren Fahrzeugen verbaut sind. Aber bevor wir da weiter drauf eingehen, schauen wir uns jetzt einmal kurz ein Video an. Pete, Video ab. Mobilität der Zukunft steht im Zeichen der Digitalisierung von Umfeld, Fahrzeug und Fahrer. Autonomes Fahren wird durch leistungsstarke Radarsensorik zur Umgebungserfassung schon bald Wirklichkeit. Gesteigerter Komfort für die Passagiere und höhere Sicherheit im Straßenverkehr sind wesentliche Antriebe für automatisierte Fahrfunktionen. Automobile von heute sind Hochleistungscomputer. In Bruchteilen von Sekunden erfassen und analysieren Sie Umgebungsinformationen, um daraus die optimale Fahrstrategie abzuleiten. Basis dafür ist die innovative RFCMOS-Technologie als Bestandteil unserer hochauflösenden Radarsensorik der neuesten Generation. So werden potenzielle Gefahrensituationen erkannt und verhindert, in einer Zeitspanne kürzer als ein Wimpernschlag. Dank jahrzehntelanger Erfahrung ist Heller technologisch führend bei radarbasierten Fahrerassistenzsystemen. Millionen unserer Sensoren sind bereits im Einsatz. In der unternehmenseigenen Entwicklungsabteilung verfeinern wir die Technologie immer weiter. Wir arbeiten kontinuierlich an einer höheren Reichweite und Auflösung, an einer kompakteren Bauweise zu geringeren Kosten und an Zuverlässigkeit unter härtesten Bedingungen.
Diese Aspekte prüfen wir mit Argusaugen und geben erst dann unser Go, wenn alle zu 100% zufrieden sind. Naja, fast alle. Ja, im Video gerade haben wir gesehen, dass ein Fahrzeug schon komplett autonom gefahren ist. Und wir haben auch gesehen, dass das Fahrzeug im Prinzip Augen hat. Und zwar die Rundumabdeckung von dem Fahrzeug, die über Radartechnologie realisiert wird. Wir hatten auch ein Alltagsszenario, was wir begutachten konnten, wo ein kleines Mädchen auf einem Fahrrad die Kreuzung überfahren wollte. Und der Mensch bzw. der Fahrer konnte so schnell gar nicht eingreifen und das Fahrzeug hat vorher schon eine Notbremsung realisiert. Und das natürlich alles schneller als ein Wimpernschlag. Genau, und das sind halt schon wahnsinnig schnell und das sind halt genau die Themen, das schaffe ich halt als Mensch nicht. Ne? Also ich schaffe es nicht so schnell zu sein, sondern das schaffen halt die Systeme, die mich da unterstützen. Jetzt haben wir ja gesehen, welche Komponenten gibt es, wie verleihen die dem Fahrzeug Augen. Wir haben ja später auch nochmal einen Experten hier, der uns nochmal genau erklärt, wie funktioniert ein Radarsensor, wie ist das und vor allen Dingen, was hat das Mädchen auf dem Fahrrad mit dem Dreieck zu tun. Genau. Das wird auch nochmal ein spannendes Thema. Und alles, was wir gesehen haben, klar, wie du sagst, ein selbstfahrendes Auto ist Zukunftsmusik, aber auch wenn wir heute schauen, ist es so, dass im Jahr 2020 schon 250 Millionen Radarsensoren, LIDAR-Sensoren oder Kamerasysteme in Fahrzeugen verbaut waren. Also schon eine wahnsinnig hohe Anzahl. Und wir gehen davon aus, dass bis 2024 die Zahl verbaute Einheiten auf über 400 Millionen steigen wird. Das heißt auch für euch da draußen, ja, das selbstfahrende Auto ist vielleicht noch Zukunftsmusik, aber nicht die Komponenten in den Fahrzeugen, die zu euch in die Werkstatt kommen. Denn die finden heute statt und die Anzahl wird halt noch wahnsinnig steigen die nächsten Jahre, sodass auch Radarsensoren, LIDAR, Kamerasysteme etc. sowohl was die Teile angeht, als auch was die Kalibrierung angeht, bei euch Tagesgeschäft sein werden. Und genauso wichtig, oder deswegen schauen wir uns das Thema auch so genau an. Jetzt haben wir gerade schon Teile gesagt. Für mich als Vertriebsleiter neben den ganzen spannenden Zukunftsthemen leuchten natürlich die Augen, wenn ich von Ersatzteilen spreche. Hier sehen wir mal ein bisschen unser gläsernes Auto. Wir bei Heller haben ja das große Glück, dass wir neben Beleuchtung auch ein Elektronikkonzern sind. Wir entwickeln Millionen von Sensoren mit OE, produzieren die Teile und bringen sie dann A, bei OE ans Band natürlich, aber auch in den Aftermarket. Richtig. Und neben den Teilen sorgen wir mit euren Kollegen auch dazu, dass die Teile appliziert werden können. Hier sehen wir mal ein paar Beispiele, was wir anbieten. Da sieht man schon, es ist eine sehr, sehr breite Range an Produkten, die wir anbieten. Zum Beispiel direkt über deinem Kopf, ganz nett, die Einparkhilfe. Radar. Jetzt ganz neu im Programm, sind wir auch wieder beim Radar, ein bisschen kleiner, ein bisschen anders. Sind jetzt neu bei uns im Portfolio, aber auch andere Komponenten wie Unterdruckpumpen, IBS-Sensoren, Waschwasserpumpen etc., aber auch ein Raddrehzahlsensor, Nockenwellensensor finden statt im Fahrzeug. Zum Beispiel. Jetzt hast du die ganzen Produkte schon angesprochen. Was hältst du denn davon, wenn wir uns mal ein paar live anschauen? Super gerne. Sollen wir mal in die Werkstatt gehen? Los geht's. Perfekt. Ja, Marcel, jetzt sind wir aus dem Studio da angekommen, wo du dich am wohlsten fühlst, in der Werkstatt. Genau. Ja, wir haben ja eben gesehen, um das Fahrzeug herum, die ganze Welt der Elektronik, der Heller, viele verschiedene Elektronikbauteile, die wir im IAM anbieten, die wir mit OE zusammen entwickeln. Jetzt sind wir in der Werkstatt angekommen, am Auto und wollen uns mal ein paar Teile live anschauen. Was hast du denn da mitgebracht auf deiner Kube? Fangen wir mal mit dem Kleinsten an. Kleiner, aber oho, ihr kennt es selber. Es ist die PDC-Einheit, verwenden wir zum Parken und funktioniert mit Ultraschalltechnik. Und vier vorne an der Zahl verbaut, vier hinten. Aber das gucken wir beide uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Die vier vorne, die sehen wir natürlich, ne? Bei dir auch zwei. Ja. Aber links und rechts an der Seite haben wir jeweils auch noch mal einen. Das heißt, wir haben jetzt sechs verbaut vorne und sechs hinten. Sechs anstatt vier. Jens, hast du eine Ahnung, warum? Viel hilft viel. Im Prinzip gebe ich dir recht. Ja, viel hilft viel. Hier ist es so, dass wir eine Zusatzfunktion haben. Und wir haben die Möglichkeit, mit Schritttempo, mit dem Fahrzeug an gewissen Parklücken vorbeizufahren, initiieren die ganze Suche über den Knopf am Kombi-Instrument und das Fahrzeug detektiert die Umgebung. Haben wir eine freie Parklücke? Das Einzige, was wir zu tun müssen, ist Gas und Bremse betätigen und das Fahrzeug parkt von ganz allein. Perfekt, das ist ja auch schon ein Weg zum autonomen Fahren. Na klar. Jetzt sehe ich, der PDC-Sensor ist aber vorne weiß. Mhm. Das würde jetzt zum Beispiel unserem schwarzen Fahrzeug, würde das ja relativ wild aussehen, wenn ich rundherum weiße Punkte hätte. Wie löst man das denn? Genau, das ist jetzt kein Tuning-Effekt, sondern wenn ihr das Teil natürlich bestellt und habt einen kleinen Karton, dann befindet sich in dem Karton nicht nur die PDC-Einheit, sondern auch eine kleine Kappe oder eine Schablone, die ihr vorne auf den Kopf setzen könnt und dann steht der Lackierung nichts mehr im Wege.
Das heißt, ich kann das Teil einfach mit der Stoßstange zusammen zum Lackierer geben oder wenn die Stoßstange nicht lackiert werden muss, kann ich auch einfach mit dem Lackstift die weiße Fläche in den Wagen fahren. Genau. Ja, perfekt. Jetzt sehe ich, du hast noch ein bisschen größeres Teil mit, ein Fahrpedalgeber oder wie wir im Sauern sagen würden, Gaspedal. Erzähl genau. Noch mal ein bisschen was drüber. Ihr kennt das auch von früher, die alte Technik. Wir haben Potis verbaut, liefen dann entweder miteinander oder gegeneinander auf einer Schleifbahn. Das heißt, wir hatten natürlich Verschleiß. Hier arbeiten wir verschleißfrei und zwar mit der Cypos-Technologie. Das heißt, wir haben hier einen kleinen Rotor, der sich mitbewegt. Wir haben einen Stator. Und es wird ein Magnetfeld aufgebaut und gewisse Spannungsspitzen werden dann zum Steuergerät geleitet. Die werden verarbeitet, in ein Gleichspannungsverhältnis gesetzt und dann wissen wir, beziehungsweise das Steuergerät, wie ist der Wunsch vom Fahrer. Das heißt, ich kann verschleißfrei Gas geben. Verschleißfrei Gas geben, genau. Dann macht es ja noch mehr Spaß. Ja. Du Jens, ein paar Fun Facts. Hast du da noch was für mich? Auf jeden Fall. Im Bereich Fahrpedalgeber ist Heller einer der führenden Hersteller. Heller hat bereits 175 Millionen Fahrpedalgeber an UE verkauft und somit auch in Fahrzeugen verbaut. Das heißt auch bei euch draußen in der Werkstatt, wir decken aktuell mit 100 Teilen 55% des Carparks ab. Das heißt, in der Hälfte aller Fahrzeuge sind Heller Fahrpedalgeber verbaut. Das heißt auch bei euch in der Werkstatt müsst ihr mal einen Fahrpedalgeber tauschen und findet den von Heller. Dann ist es genau das Teil, was der OEM auch am Anfang im Fahrzeug verbaut hat und was in einem unserer Werke vom Band geplumpst ist. Das sind mal ein paar Nummern, hä? Unbedingt. Jetzt hast du natürlich auch ein paar Teile noch zu zeigen auf deiner Kuppe. Was hast du denn da Schönes? Ja, wie ein Vertriebler muss ja immer das größte Teil haben hier auf dem Tisch, weil die kleineren, die sind zu kompliziert. DC-DC-Wandler findet zum Beispiel in Hybridfahrzeugen finden diese Teile Anwendung, weil in Hybridfahrzeugen zum Beispiel haben wir jetzt zwei verschiedene Bordnetze. Zum einen das 48-Volt-Netz, was auch über eine andere Batterie, die zum Beispiel durch meinen tollen Stecker bei Plug-in-Hybriden aufgeladen wird. Die große Batterie, nennen wir sie mal so, ist zum Beispiel zuständig, um die Elektromotoren anzutreiben, aber auch große Verbraucher wie eine beheizte Frontscheibe. Ja, okay. Auf der anderen Seite haben wir aber auch noch das 12-Volt-Bordnetz, was halt auch in normalen Verbrennern vorhanden ist, was das Radio antreibt und normale Verbraucher und auch durch eine normale Autobatterie noch gespeist wird. Dieser DC-DC-Wandler ist quasi dafür zuständig, diese zwei Netze miteinander zu kombinieren, das ganze Thema, das Energiemanagement zu managen. Und auch da ist Heller führend und auch die ersten Referenzen im Aftermarket verfügbar. Und ist auf jeden Fall ein wahnsinnig zukunftsträchtiges Teil auch, weil es wird ja immer mehr. Da steht der Elektrifizierung nichts mehr im Wege, ne? Auf keinen Fall. Jetzt hast du da noch was kleines Schwarzes versteckt. Ja, klein schwarz, Regenlichtsensor. Mhm. Ist hier verbaut, kann ich mal kurz zeigen. Sitzt im Fahrzeug meistens hier unter der Kamera. Mhm. Man sieht es vielleicht ein bisschen glänzen hier im Licht auch. Ist mit einem Klebepad versehen. Das heißt, die neueste Generation der Regenlichtsensoren haben diese mehrfach verwendbaren Klebepads. Das heißt, ich kann beim Scheibentausch zum Beispiel kann die Sensoren ablösen und kann sie auf der neuen Scheibe wieder entsprechend anbringen. Ja, super. Bei alten Versionen war das schon mal so, dass ihr die direkt auf der Scheibe geliefert bekommen habt, weil sie fest verklebt waren. Das ist hier nicht mehr so. Regenlichtsensor klingt jetzt relativ simpel, das heißt, der macht das Licht an und aus und betätigt den Scheibenwischer. Apropos Scheibenwischer, weißt du noch, wann der eingeführt wurde? Oh Jens, 50 oder 54? 50, 54 war der Blinker. Genau, ja. Genau, und auch das macht der Sensor weiterhin, das heißt Scheibenwischer an, aus oder steuert die Intensität des Scheibenwischers, je nachdem, wie stark der Regen einfällt auf das Fahrzeug. Er hat aber noch weitere Funktionen. Unter anderem misst der Sensor die Luftfeuchtigkeit an der Scheibe und verhindert so oder stellt frühzeitig fest, dass die Scheibe beschlagen könnte und regelt entsprechend die Klimaanlage so, dass es gar nicht erst passiert und ich den Durchblick weiterhin habe. Was er auch kann, ist die Richtung der Sonneneinstrahlung identifizieren. Das heißt, wenn man jetzt schön durch Lippstadt fährt, die Sonne kommt von einer Seite ins Fahrzeug, dann kann zum Beispiel das Steuergerät oder die Steuergeräte des Fahrzeugs die Klimaanlage so steuern, dass auf der Seite, wo die Sonne extrem einstrahlt, vielleicht ein bisschen kühlere Luft aus. Super, perfekt für den Komfort. Perfekt. Apropos Komfort. Letzte Funktion, das Head-Up-Display. Auch das Head-Up-Display ist gerade bei modernen Fahrfunktionen, Assistenzsystemen ein wesentlicher Bestandteil. Und auch hier sorgt halt der Sensor dafür, dass das Head-Up-Display zum Beispiel bei starker Sonneneinstrahlung von vorne
heller gedimmt wird oder bei der Fahrt im Dunkeln oder auch wenn ich in den Tunnel einfahre, halt das Head-Up-Display schnell runterdimmt, damit es entsprechend nicht stört, aber ich es trotzdem mal gut erkennen kann. Ja, super. Du Jens, nicht nur für dich und auch für euch habe ich hier noch was, und zwar zwei Radarsensoren, einmal der 24 GHz und einmal der 77 GHz Radarsensor. Aber ich glaube, Jens, das wollen wir uns ein bisschen genauer angucken, oder? Genau, da haben wir den Konstantin ja eingeladen, der bei uns im Studio auf mich wartet. Ich würde mir mal so einen Radarsensor von dir ausleihen, gehe zum Konstantin, dass er mir ein bisschen was darüber erklärt. In der Zeit kannst du ja schon mal die Werkstatt fertig machen für den Diagnosepart gleich. So machen wir es. Perfekt. Bis gleich. Bis gleich. Hey Konstantin. Hi Jens. Ich war gerade mit dem Marcel in der Werkstatt. Wir haben uns ein bisschen schon angeschaut, was für Elektronikkomponenten hat Heller denn, welche sind im Aftermarket verfügbar und was gibt es so für Komponenten. Und bei diesem Teil sind wir dann stehen geblieben. Ich glaube, das kennst du ganz gut, ne? Ja, super spannendes Gerät. Was hast du denn damit zu tun? Also ich bin Projektleiter für diese Geräte, sogenannte Radarsensoren. Das heißt, als Projektleiter begleite ich ein Projekt durch, von der Entwicklung bis hin, dass die Sensoren an den Kunden verkauft werden und wie ihr seht, auch im Auto verbaut sind. Okay, und genau das ist der Punkt. Ihr hattet ja beim letzten Webinar euch auch gewünscht, hey Leute, geht mal ein bisschen tiefer in die Technik rein, guckt euch mal ein bisschen an, was ja eben in diesen schwarzen Kisten stattfindet. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass du heute hier bist, aus den heiligen Hallen, den Laboren der Heller, deinen weißen Kittel abgelegt hast, uns ein bisschen was über die Technik zu erklären. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt rein. Den Sensor gebe ich Marcel zurück, dass er wieder im Auto landet. Und vielleicht kannst du uns ja erstmal erzählen, was gibt's denn so für verschiedene Sensoren? Wir sehen ja hier schon das Bild hinter uns und es ist ja nicht nur der Sensor, den wir uns angeschaut haben, eben am Fahrzeug, der hinten sitzt, sondern da gibt es ja noch viel, viel mehr, was am Fahrzeug ist. Ja, also ich werde mein Bestes tun. Also erstmal wurde auch schon mal erwähnt, wir haben 24 GHz Sensoren und 77 GHz Sensoren. Da möchte ich nur kurz mal unterteilen. Die 24 GHz Sensoren bis hin zur vierten Generation sind die älteren, in Anführungsstrichen älteren Sensoren. Die werde ich noch sehr viel in Autos verbaut sehen. Und dann gibt es jetzt unsere neue 77 GHz Variante, die fünfte Generation, die jetzt neu auf den Markt kommt, die ihr bald in Autos sehen wird. Glaube ich, auch nochmal deutlich kleiner als die alten. Wesentlich kleiner. Also ich würde sagen, ein Drittel ungefähr von der Größe von dem ursprünglichen Sensor. Und man kann unterscheiden zwischen Sensoren, einmal zwischen Long Range und Short Range. Das ist ja auch hinter uns am Beispiel. Jens, hinter dem Kopf sehen wir den Kegel quasi eines Long Range Sensors. Der hat eine Reichweite von über 200 Metern, dafür ein sehr enges Blickfeld, wie ihr seht. Und dann gibt es die sogenannten Short-Range-Sensoren, auf die Heller spezialisiert sind. Die haben genau das umgekehrte Verhältnisse. Die haben eine relativ, in Anführungsstrichen, eine relativ kurze Reichweite, aber dafür ein sehr breites Blickfeld. Das ist der große Unterschied zwischen den beiden Sensoren. Das heißt, diese Long-Range ist klassisch dieser Abstandsradar, den man auch bei vielen Fahrzeugen sieht, weil er entweder hinterm Markenlogo ist oder unten nochmal als Extra-Teil in den sogenannten Randomen ist. Und die Sensoren, die wir jetzt fertigen, so schön wie sie auch sind, sind eher die hinter Stoßstangen sind, die wir gar nicht, oder Schwellern sind. Das heißt, unsere Sensoren sieht man eigentlich so von außen gar nicht. Genau, man sieht die eigentlich von außen so nicht, sitzen in den Stoßfängen, sind aber trotzdem sehr wichtig und funktionieren auch exzellent. Okay, perfekt. Und wie gesagt, da sie ja noch nicht mal sichtbar sind, ist es für uns ja interessanter. Und das wollen wir heute auch gerade hier für die freien Werkstätten, die ja technisch interessiert sind, mal in das ganze Thema reinschauen. Das heißt, in das Gehäuse schauen, zu gucken, wie funktioniert denn so ein Radarsensor. Sehr gerne. Da hast du uns ja ein paar Informationen mitgebracht und willst uns dann und kannst uns einen tieferen Einblick geben. Ja, also wie ihr seht, ich habe mal versucht, das ein bisschen auch bildlich darzustellen, weil normalerweise sehen wir immer nur diese kleine schwarze Kiste und fragen uns eigentlich, was macht die? Und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist zu verstehen. Das stimmt. Also, ganz grob gesagt, wirklich mal aufs Grundniveau runtergegangen, was der Sensor macht, ist, er sendet ein Signal, was dann von Objekten, zum Beispiel einem Auto, im Straßenverkehr reflektiert wird und dann wieder empfangen wird von unserem Signal, von unserem Sensor. Dieses Signal kann dann verarbeitet werden durch die Informationen, die wir gewonnen haben, und daraus kann bestimmt werden, wo sich zum Beispiel ein Fahrzeug befindet, wie schnell es sich bewegt und auch in welche Richtung es sich bewegt. Was heißt quasi, wir sehen wahrscheinlich anhand der Zeit, würde ich jetzt als Laie sagen, an der Zeit, die das Signal braucht, um zurückzukommen, wie weit es weg ist, und anhand anderer Parameter sehe ich dann auch, wie groß das Objekt ist, zum Beispiel, was du sagst, ob es sich bewegt und wie schnell es sich bewegt. Genau, aber dazu komme ich auch gleich nochmal, genau wie dieses Signal verarbeitet wird. Das ist jetzt wirklich die Basis. Was ich aber nochmal in diesem Bild, um darauf einzugehen, nochmal hervorheben möchte, ist, was sehr interessant ist, was ich auch mal irrsinnig faszinierend fand, ist, wenn ich ein Signal entsende, was würdest du sagen, wie viel von dem Signal empfängst du wieder?
Relativ viel natürlich. Ja, da liegst du aber falsch. Es ist erstaunlich, wie wenig du eigentlich empfängst davon. Wenn wir uns jetzt die Dreiecke mal hinter deinem Kopf, Jens, anschauen, sehen wir, dass wir ein Signal entsenden, dass viel dadurch, wie es aufkommt auf das Objekt, wegreflektiert wird von uns, also nicht wieder direkt zu uns zurückkommt. Also können wir das auch nicht empfangen. Aber ich habe noch nie dreieckige Autos gesehen. Und das ist auch, zum Glück ist das so. Komme ich auch gleich nochmal drauf. Und nur ein kleiner Teil, das sehen wir jetzt am Punkt des Dreiecks hinter dir, wird eigentlich empfangen, weil dort die Ausrichtung des Objektes stimmt, dass das auch direkt zu unserem Sensor zurück reflektiert wird. Wo du jetzt drauf gekommen bist, diese Eigenschaften, diese kantigen Eigenschaften sehen wir ganz oft auch zum Beispiel bei Tarnkappenfliegern oder sowas. Die sind absichtlich so eckig gebaut, damit die möglichst viel wegreflektieren von unseren, von dem entsendenden Radargerät. Bei uns, den Autos, haben wir meistens Glück, habt ihr auch gerade eben gesehen, beim Audi, der ist relativ rund, hat viele Ecken und Kanten, da empfangen wir definitiv genügend Signale zurück, und selbst dann muss man sich auch keine Sorgen machen anhand dieses Beispiels, was ihr da seht. Wir können trotzdem, obwohl wir relativ wenig von den Signalen empfangen, sehr genau bestimmen, wo sich ein Objekt befindet und wie es sich bewegt und verhält. Super spannendes Thema. Du sagst ja gerade, wir erzeugen jetzt hier auf deinem Bild erstmal die Rohdaten, aber daraus, ja, die Rohdaten machen ja noch kein Fahrassistenzsystem oder kein selbstfahrendes Auto, sondern genau. Da gibt es ja einen Prozess, wo die Daten noch weiter verarbeitet werden. Ich glaube, da hast du uns auch ein paar Informationen so mitgebracht. Genau. Das wäre ja auch sonst einfach. Sonst wäre ich ja quasi überflüssig, muss man auch ganz klar sagen. Wir müssen auch ein bisschen kompliziert halten. Und zwar funktioniert das Ganze wie folgt. Was wir gerade gesehen haben, ist, wir entsenden und empfangen Signale. Diese Signale müssen aber dann verarbeitet werden. Das sind am Anfang analoge Signale, die müssen wir erstmal verarbeiten zu digitalen Signalen. Das nennt sich das sogenannte Raw Signal Processing. Danach können wir sogenannte Rohziele erkennen und können da erkennen, wo sie sich befinden, das heißt, in welchem Winkel zu uns selbst, in welcher Entfernung und was für eine Geschwindigkeit sie haben. Sobald wir erkannt haben, dass es viele Rohziele zum Beispiel in einem Bereich gibt, können wir daraus klassifizieren, ob das eventuell Objekte sind und ob wir diese Rohziele tracken sollen und daraus Objekte formen sollen. Das heißt quasi, da unterscheiden wir schon, ist es ein Blatt, eine Schneeflocke oder eben doch ein Auto, eine Person oder eine Leitplanke oder was auch immer. Genau. Das heißt, das entscheiden wir dort schon zu sagen, ist das Objekt relevant, um es weiter zu verarbeiten und daraus, keine Ahnung, eine Vollbremsung rauszuleiten zum Beispiel. Genau. Daraus klassifizieren wir uns, wie du schon gesagt hast, ist das ein Fahrzeug, ist das eine Person, ist das ein, ich weiß nicht, ein Tier, eine Leitplanke, eine Kiste. Es gibt reichlich Varianten, die wir da nutzen können. Und sobald wir das erkannt haben, können wir danach klassifizieren in der Y- und X-Achse, dass erstens, in welchem Verhältnis zu uns steht, also in welchen Entfernungen auf diesen Achsen sich bewegen, auf welche Geschwindigkeiten sich auf diesen Achsen bewegt und auch wie weit und wie groß dieses Objekt ist. Das ist ja auch wichtig. Es ist ein großer Unterschied, ob jetzt ein LKW neben uns zum Beispiel fährt oder ein Smart. Und diese Objekte, diese Informationen geben wir dann weiter an den OEM und der kann daraus ableiten, das Fahrzeug kann daraus ableiten, was für Aktionen dann durchgeführt werden. Und zum Beispiel eine Notbremsung oder sollte nur der tote Winkelassistent im Spiegel hochleuchten oder sonstiges. Das kann ich sagen, mit dem Smart kann ich es aufnehmen, im LKW lasse ich es dann lieber. Genau, so will ich es auch sagen. Aber heißt das, dass ihr dann quasi einmal einen Sensor entwickelt, der Rohdaten erzeugt und dann seid ihr fertig? Dann sagt ihr, okay, jetzt habe ich das Produkt und dann kann ich es an alle OEs verkaufen, die bauen es in ihre Fahrzeuge, weil auch dann hättest du einen relativ leichten Job und ja, glaube ich jetzt nicht. Ja, so leicht ist es leider auch nicht, muss ich leider sagen. Also, ihr wisst ja, die Sensoren sitzen hinter den Stoßfängern. Und ihr wisst auch, jedes Auto hat normalerweise einen anderen Stoßfänger. Zum Beispiel haben wir einen sportlichen Wagen, dann haben wir eher einen Geländewagen oder sonstiges. Und da können wir nicht jeden Sensor gleich haben, das sieht ja einfach komisch aus. Das heißt, dass ein Audi RS7, um das Beispiel aus unserer Werkstatt zu nehmen, genau, hat jetzt eine andere Konfiguration, weil die Stoßstange des RS7 anders ist als die des normalen A7 als Beispiel oder ein S-Line wieder anders ist. Genau, jeder Sensor muss dann dafür spezifisch angepasst werden, für jede Variante eines Fahrzeuges, weil, wie gesagt, die Rheometrie hat einen Einfluss auf den Sensor, weil der Sensor muss ja durch den Stoßempfänger durchstrahlen und auch wieder empfangen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den R7 habe, der hat einen sehr sportlichen Stoßfänger, der sieht einfach anders aus, zum Beispiel als ein normaler A7. Mhm. Okay, aber das heißt, oder daraus leitet sich genau das ab, was wir im Tagesgeschäft haben oder ihr draußen im Tagesgeschäft habt. Wird eine Stoßstange abgenommen, gerade als Crash, wie gesagt, Radarsensoren hin sind auch viel Crashparts, das heißt, ich habe einen Heckaufprall, die Stoßstange muss getauscht werden. Oder wenn die Stoßstange auch nur überlackiert ist, daran sieht man auch, wie schmal und wie genau die Ausrichtung, die Applizierung, die du gerade genannt hast, wirklich ist. Und daran sieht man auch, warum müssen wir das kalibrieren und warum brauchen wir halt hochwertige und möglichst genaue Kalibrierung,
weil eben selbst bei einer anderen Stoßstange schon ein anderes Setup drauf ist. Und das ist ja genau das Thema, wo wir dann auch mit Hella Gutmann ins Spiel kommen und halt mit euch zusammen in der freien Werkstatt schauen, dass die Teile, die du entwickelst und an die OEs verkaufst, am Ende des Tages auch von den freien Werkstätten wieder verbaut und angelernt werden können. Aber dann kommen wir gleich nochmal zu, ich gehe gleich nochmal zu Marcel zurück in die Werkstatt und er zeigt uns dann noch, wie man das, was du quasi entwickelst, dann wieder im Aftermarket anlernen kann. Genau, das ist ein sehr wichtiger Prozess, also bitte gut aufpassen. Perfekt. Ja, jetzt haben wir den Prozess gesehen, wir haben gesehen, wie es angelernt wird und dass der, wie es angelernt wird, sondern sozusagen die Daten übergeben wir an OE und wie wir sagten, die machen ja irgendwas damit. Das heißt, aus dem, was wir machen und der Übersetzung, soll ja hinten dann ein Fahrassistenzsystem werden, irgendwas, was das Autofahren, wir haben eben schon mal über Unfallstatistiken gesprochen, was das Autofahren halt auch sicherer machen soll. Genau. Was gibt's denn da? Vielleicht ein paar kurze Beispiele, was mit den Daten dann so passiert. Also ich habe hier mal 5 Beispiele einfach rausgesucht, die meine ich auch jeder kennt. Das fängt an von hinten direkt über meinem Kopf. Der tote Winkelassistent, den hat jeder schon mal gesehen, der blinkt auf, wenn sich was im toten Winkel befindet. Das kleine Dreieck im Spiegel. Und das kleine Ausrufezeichen drin oder sonst was. Dann gibt es zum Beispiel das Gleiche, das funktioniert auf dem ähnlichen Prinzip, ist der Lane Change Assist. Es kann ja sein, das kennen wir alle auf der Autobahn, kommt jeder mit wesentlich schneller, höherer Geschwindigkeit angefahren als wir selber. Den sieht man da vielleicht nicht sofort. Marcel erwartet davon. Ja, Marcel ist dann ganz gefährlich. Ja. Dann gibt es natürlich auch den sogenannten Pre-Crash Alert. Das heißt, ich fahre, es kann sein, dass ich auch ein Fahrzeug auffahre oder ein Fahrzeug auf mich auffahre und man dem Unfall eventuell einfach nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Ich hoffe, das hat noch keiner von euch mitbekommen, aber da gibt es so Maßnahmen, die durchgeführt werden, wie der Sitzgurt angezogen und sonstige Sachen, dass man darauf vorbereitet wird, dass eventuell ein Unfall passieren. Das Auto weiß schon, es wird ein Unfall passieren und versucht mich halt bestmöglich zu schützen. Genau, und das auch im Binnen von Sekunden meistens viel schneller, als man selber reagieren kann. Dann gibt es noch, was ihr jetzt direkt neben mir seht, hier auf dieser Seite, ist einmal, die Situation kennt auch jeder, man möchte ausparken, es ist viel los, auch ein Parkhaus oder sonst was, und es ist dann einfach unübersichtlich, da hilft uns auch der Sensor, wenn wir rückwärts ausparken möchten und warnt uns, falls sich ein Fahrzeug noch annähert. Ebenso auch eine ähnliche Parksituation, aber da weiß ich noch mal, aussteigen ist, das kennt auch jeder, genau, direkt neben dir. War ein bisschen im Weg. Ja, kein Problem. Es nähert sich ein Fahrzeug nochmal an oder vielleicht auch ein Radfahrer, ich möchte aus dem Auto aussteigen und habe den nicht übersehen. Da warnt uns auch das Fahrzeug ganz schnell davor und sagt, pass auf, hey, da kommt noch was an, warte noch eine Sekunde und steig erst gleich aus. Da habe ich oftmals ja auch gar keine Chance, ne? Weil ich halt, wenn ich in der Parklücke stehe, sehe ich halt nicht, ob was kommt. Das heißt, auch da erhöhen wir ja nicht nur die Sicherheit für den Autofahrer, sondern auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Genau. Weil, was du sagst, wenn ein Fahrradfahrer kommt, würde das Auto auch gebraucht. Genau. Diese ganzen Funktionen dienen nicht nur, um uns selbst zu schützen, sondern auch, um alle anderen zu schützen und auch den Verkehr sicherer zu machen. Und heute halt in Assistenzsystemen in Zukunft hilft es dabei, das Auto selber fahren zu lassen. Das will ich auch wohl hoffen. Ja, perfekt. Dann ganz, ganz lieben Dank für den Einblick. Es war wirklich interessant, noch mal ein bisschen hinter das Plastikgehäuse zu schauen, zu gucken, wie funktioniert diese Technik denn. Und dann bedanke ich mich, entlasse dich wieder in die Labore der Hella. Und ich gehe da mal wieder zurück zu Marcel in die Werkstatt und wir schauen dann mal, was wir gerade sagten, wie wir das Ganze kalibrieren und warum das so alles so genau sein muss und was Hella Gutmann da so parat hält. Ja, super. Wenn du noch Fragen hast, komm jetzt auf mich zu. Und sonst noch groß schaffen. Das machen wir. Danke dir. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ich bin wieder da. Ach doch. So, wird mal fertig. Wir müssen weitermachen. Wir haben noch viel zu tun. Du, 2 Schrauben noch jetzt. Ja, es sind immer nur noch diese 2 Schrauben bei dir. Los geht's. Ja, ich war beim Konstantin. Oh ja, Radar, ne? Super spannend. War nochmal ein Einblick, der nochmal ganz andere Faktoren mit reingebracht hat, auch wie das Ganze im Fahrzeug landet. Super spannendes Thema. Du weißt ja, Radartechnologie bedeutet kalibrieren. Und kalibrieren, genau. Sind wir, glaube ich, direkt beim Thema, ne? Diagnose. So sieht's aus. Und so ein bisschen die Historie, die Geschichte der Diagnose. Ich stehe leider auf der falschen Seite des Fahrzeugs. Ich habe hier die Youngtimer, die älteren Geräte abbekommen und du die ganz modernen. Fangen wir mal an mit der Kiste hier. Damals noch Gutmann Diagnostics. Das war für seine Zeit nicht nur wahnsinnig schick, das Gerät, sondern auch innovativ, technisch ganz weit vorne. Und die Hella aus den besagten Gründen hat sich dann irgendwann auch gedacht, boah, es wird immer elektronischer, das Thema Stecker rein, Stecker raus funktioniert heute nicht mehr. Wie können wir das denn irgendwie, unsere OE-Teile und die Kompetenz, diese Teile mit OE zu produzieren und zu entwickeln, was können wir da noch tun? Hat sich dann mit Gutmann zusammengetan. Daraus ist die heutige Firma Hella Gutmann Solutions entstanden. Erst war es eine Zusammenarbeit, hinterher hat Hella die Firma Gutmann komplett übernommen und hat gesagt, wir bündeln das, die OE-Kompetenz fließt in die Diagnosekompetenz hilft dem Aftermarket, die Teile anzulernen. Das erste Gerät, was aus der Gemeinschaft, aus Hella Gutmann Solutions rausgeplumpst war, damals der Megamax 42, genau. Damals noch der VCI mit Kabel, das zieht sich so ein bisschen durch mit den Kabeln bei mir,
Ist jetzt nicht der direkte Nachfolger, sondern das Ziel war da einfach. Auch da hat man damals schon auf den Mechaniker gehört, gefragt, was braucht ihr, was hilft euch? Und da war das Ziel, einfach ein Gerät zu haben, mit dem ich mich ganz entspannt hinter das Lenkrad setzen kann und Diagnose machen. Mit dem Gerät war das ein bisschen schwierig. Hier funktioniert das Ganze schon wieder. Ja, das ist ein bisschen, wie gesagt, die Youngtimer, ein bisschen die Vergangenheit. Zwischen uns beiden lagen jetzt noch diverse Geräte. Du hast jetzt aber das, was das Modernste ist, was wir aktuell haben und auch schon jetzt ganz neu auf dem Markt, der Megamax X sehe ich da, glaube ich, schon. Genau. Das heißt, auch die Zukunft liegt schon bei dir. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. Ja, ich habe hier, Jens, ich habe hier den Megamax 77, unser Flaggschiff, wenn man so möchte, und VCI, kabellos natürlich, ne? Natürlich. In dem Fall. Klar, mit dem Gerät, wir sind natürlich auf einem ganz anderen Stand der Technik, ne? Was die Diagnose angeht, Grundeinstellung, Parameter und so weiter, da sind wir natürlich mit dem Megamax 77 super bedient. Und wenn wir da mal, wie du schon sagst, zukunftsorientiert denken, das ist der Megamax X, den wir hier haben, und das ist das komplette Diagnosepaket, befindet sich im Endeffekt in dieser kleinen VCI. Hier haben wir ein kleines Kabel dran und können dann unsere OBD-Diagnosedose im Fahrzeug suchen. Also was mag ich ja. Ich kenne es noch aus Werkstattzeiten. Entweder ist die Taschenlampe nicht am Mann oder die Batterie ist leer. Und das Schöne an dem Megamax X ist zum Beispiel, es ist eine webbasierte Funktion. Das heißt, wir können unser Tablet benutzen, wir können unseren PC benutzen, den wir schon direkt in der Werkstatt haben, und können uns dann verbinden und unsere Diagnosearbeiten in der Werkstatt durchführen. Das heißt, die ganze Diagnose funktioniert über das Gerät webbasiert. Genau. Und ich kann mir selber aussuchen, wo lasse ich es denn anzeigen. Möchte ich jetzt das Bild, was wir jetzt da hinten zum Beispiel sehen, möchte ich das jetzt auf dem Tablet haben, möchte ich es auf dem PC haben? Was für ein Tablet ist, alles egal, das suche ich mir aus und das funktioniert dann. Genau so sieht's aus. Eine schlaue VCI, wenn man so möchte. Ja, mega cool. Die Tester alleine bringen uns natürlich beim Kalibrieren nicht weiter. Schwieriges Wort, ja. Genau, sondern wir brauchen ja noch ein paar andere Sachen, deswegen hast du ja auch so lange gebraucht, um alles aufzubauen. Fangen wir mal vorne an, ich sehe da schon ein Target, was ein bisschen anders aussieht als das, was ich von den Messen kenne. Ja, wahrscheinlich kennst du noch die älteren Targets, die man mit der Hand noch manuell eben vorhängen musste. Ja, das hier ist das CSC Digital und hier ändere ich die Targets per Knopfdruck. Also findet auch hier die Digitalisierung selbst bei den Targets statt. Ich habe nicht mehr die Kiste in der Ecke, sondern drücke auf den Knopf und habe die Targets. Genau so sieht's aus. Und wenn jetzt neue Targets dazukommen sollten, dann kann ich die ganz normal runterladen und habe die auch direkt wieder per Knopfdruck auf der Wand und kann dann meine Kamerakalibration durchführen für die Windschutzscheibe. Zum Beispiel nach dem Scheibentausch, ne? Mhm. Sehr gut. Jetzt sehe ich noch unten, Spiegel sehe ich sehe eine Lasereinheit und ich sehe hinten an den Reifen noch die grünen Krallen dran. Ja. So, Herr Gutmann ist jetzt nicht Experte fürs Spureinstellen, von daher denke ich mal, hat das auch was mit der Kalibrierung zu tun vorne. Das hat was mit der Kalibration zu tun. Und zwar brauchen wir diese Radaufnehmer. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier eine kleine Skala verbaut und auch den Laser. Und diese Radaufnehmer brauchen wir, um das CSC-Tool parallel zum Fahrzeug auszurichten. Das heißt, alle drei Achsen müssen parallel zur Fahrzeughinterachse ausgerichtet werden. Und wenn das der Fall ist, kommen wir wieder zu unserer Diagnose. Können dann die Kalibrierung anstupsen in der Grundeinstellwerte, in dem Fall für die Kamerakalibrierung, und dann haben wir unser Fahrzeug perfekt positioniert und anschließend kalibriert. Das ist schon mal sehr gut, dann fährt es wieder hin, wo es hin soll. Ja. Jetzt sehe ich, die Punkte gibt es hinten aber auch, nicht nur vorne, und noch zwei andere. Einmal eine Platte haben wir, einmal eine graue Kiste. Was hat es denn damit auf sich? Nun, im Prinzip ist das ein komplettes Kit, wenn man so möchte. Und diese Platte mit dem Target, was du jetzt auf dem Boden siehst, das benutzen wir zum Beispiel für die Heckkamera, um die zu kalibrieren. Das Target auf deiner Seite, das ist ein optionales Zubehör, weil es halt je nach Fahrzeug unterschiedlich ist. Das heißt, bei dem RS7, um die Kamera zu kalibrieren, bräuchten wir auch das Target noch. Mhm. Und das hier, das ist unser Doppler. Okay. Und hier müssen wir halt unterscheiden. Mit dem Doppler können wir die Heckradare kalibrieren und die Platte, die du da vorne hast, die können wir vorne ans CSC anhängen und können die Frontradar kalibrieren. Okay, dann erklären wir, es sind ja beides Radarsysteme. Hier habe ich einfach eine Metallplatte, klar mit einem Kreuz drauf, aber hier habe ich nur die Metallplatte. Und hinten haben wir eben gesehen, du hast ein Kabel reingesteckt, also irgendwas, was auch mit Strom betrieben wird und dann komplexer ist. Warum brauche ich hinten diesen Doppler und vorne einfach nur die Platte? Also vorne haben wir halt den riesen Vorteil, in erster Linie sehen wir den Radar. Entweder ist er, und wir müssen ihn natürlich justieren, entweder ist er wie bei unserem RS7 links und rechts vorne in der Frontstoßstange und wir kommen sehr leicht auch an die Einstellschrauben, weil den müssen wir halt justieren. Oder er ist vorne unterm Emblem versteckt und hier hinten, wir sehen den halt nicht und wir wissen auch gar nicht, wo der eingebaut ist. Und das nächste ist, wir justieren den ja auch gar nicht. Das heißt, wenn wir jetzt einen Heckschaden haben, die Stoßstange kommt runter,
Der Radar wird getauscht, der hat eine feste Position und die Stoßstange wird wieder angebaut. Das heißt, da haben wir natürlich gar keine Einstellschrauben. Mhm. Und da kommt jetzt unser Doppler ins Spiel. Wenn wir die Kalibration anstupsen, sendet unser Radar, so wie der Konstantin das erwähnt hat, die Wellen nach außen. Und hier kommt wieder unser kleines Dreieck ins Spiel. Der Doppler fängt die ab und kann die zur Position wieder zurückleiten. Das ist okay. Das richtige Wort, was ich suche. Ja, Konstantin hat mir ja auch erklärt, dass das Thema Stoßstange eine große Rolle spielt. Ich dachte, hier beim RS7 haben wir halt eine sehr, sehr sportliche Stoßstange mit Carbon, mit ein bisschen anderer Form als beim normalen A7. Und der hat mir erklärt, dass da auch eine andere Konfiguration drauf ist, weil wirklich ja das sehr sensibel ist und ein ganz, ganz kleines Feld ist quasi, was ich da erfassen will. Und das ist dann auch der Grund, wie du sagtest, warum ich den Doppler habe, dass ich das auf jeden Fall das Signal auch wieder zurückbekomme, egal welche Stoßstange ich habe und egal wie der Radarsensor quasi eingebaut ist. Genau, und die Hilfe, die ihr natürlich bekommt, ist in dem Fall nicht nur die Hardware, sondern auch die Softwarelösung. Das heißt mit dem Tester. Der Tester gibt uns in der Grundeinstellung vor, wo wir unsere Targets positionieren müssen und auch in welchem Abstand zueinander. Okay. Das heißt, zu jedem Fahrzeug haben wir natürlich auch unterschiedliche Einstellmaße. Das heißt, beim R7 muss es so und so viel Zentimeter Abstand haben, bei einem anderen Fahrzeug ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Okay. Aber die Information bekommen wir halt auch direkt aus dem Tester. Genau, und ich glaube, es ist ja, sobald die Stoßstange abgenommen wird, selbst wenn ich es jetzt nicht komplett ersetze und auch der Sensor nicht kaputt ist, sobald die Stoßstange ab und wieder dran gebaut wird, bin ich ja schon voll dabei, muss kalibrieren. So sieht's aus. Perfekt. Und da haben wir wieder genau das Thema, was wir heute besprochen haben. Wir haben zum einen die Teile, wir haben zum anderen die Diagnose. Wie gesagt, mittlerweile gibt es ja diverse Dinge. Wir haben auch noch Teppiche für ums Nebensauto zu legen. Da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele Themen, die uns heute helfen, zusammen halt mit den Testern, den heutigen oder auch der nächsten Generation, die ganzen Sachen zu kalibrieren. Richtig. Ja, wenn wir uns das anschauen, was haben wir heute im Webinar gesehen? Im Endeffekt haben wir angefangen bei den Megatrends. Was ist aktuell los in der Automobilindustrie? Wo geht der Trend hin? Immer mehr Fahrassistenzsysteme, es wird immer mehr autonom gefahren, irgendwann vielleicht vollautomatisch. Und für uns das Wichtige, was wir dann im zweiten Tanz ein bisschen angeschaut haben, wie kommen diese Megatrends wieder zusammen mit den Teilen, die Heller produziert, gerade im Elektronikbereich, und dann halt mit der Diagnose, wie lerne ich die Teile auch im Fahrzeug an? Sodass wir halt sagen, gerade als Heller, wir sind halt vorbereitet für die Megatrends, was da kommt. Fahren die Autos elektrisch, fahren sie autonom? Wir haben die Lösungen zusammen, wir haben die Teile, wir haben die Diagnose zusammen. Der Freund der freien Werkstatt. Genau. Von daher verabschieden wir uns dann auch. Dankeschön erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen auch in die Technik eingeführt hast. Und vor allen Dingen auch Dank an Konstantin in die Ferne, dass er uns da ein bisschen tiefere Einblicke in die Labore der Heller gegeben hat. Danke auch an dich und natürlich auch danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen und in dem Sinne auf Wiedersehen und bleiben Sie gesund. Genau, und habt ihr noch weiteres Interesse, euch vielleicht das Thema ADAS noch näher anzuschauen? Das heißt, wirklich im Detail zu sehen, wie funktioniert eine Kalibrierung, vielleicht auch welche Knöpfe muss ich im Megamax drücken, damit das Ganze funktioniert. Schaut einfach vorbei in der Heller Tech World, ihr findet diverse Videos, auch noch Informationen zu den Produkten, die wir gezeigt haben. Und vieles, vieles mehr in der Tech World, es lohnt sich immer mal reinzuschauen, super spannendes Thema. Und ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.